Also, wie sind Sie denn überhaupt zum Karneval gekommen? Ich tanze jetzt schon seit 23 Jahren in dem Verein. Damals war das auf dem Havelfest, da war ein Stand und meine Eltern sind da mit mir rein und ich fand die Bilder toll und ja, so bin ich dazu gekommen und war dann auf einmal beim Karneval. Und wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie dann Prinzessin geworden sind? Wie kann man das denn überhaupt werden? Dadurch, dass wir schon so lange im Verein sind, kennt man sich natürlich untereinander und da wurden wir halt gefragt. Und was sind die Aufgaben als Prinzessin? Präsent sein, immer lächeln, da sein, wo man kann und ja, alle bespaßen. Und was war Ihr Highlight von der bisherigen Saison? Ja, der Start endlich in unsere Karnevalszeit. Und gibt es irgendwas, worauf Sie sich besonders freuen? Also was jetzt kommt oder irgendwas, worauf Sie besonders aufgeregt sind? Nee, gar nicht. Ich kenne das ja alles schon und ja, ich freue mich einfach jeden Abend auf die Sitzung und mit meinem Prinz hier präsent zu sein. Okay, dann vielen Dank. Gerne. Also erstmal vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast für das Interview. Wie bist du denn oder wie seid ihr denn überhaupt zum Karneval gekommen? Ja, zum Karneval bin ich eigentlich gekommen, nachdem ich mal die ersten Sitzungen besucht habe durch Verwandte und Bekannte. Und die haben mich gleich so festgenagelt, dass ich dann Gefallen dran gefunden habe. Und dann bin ich in ein Männerballett sogar eingetreten. Und dann seitdem bin ich hier, seit der 54. Saison, nee, 53. 53 ist meine aktive Saison gewesen, genau. Und wie kommt es dazu, dass ihr oder du jetzt der Prinz bist oder das Prinzenpaar seid? Das liegt daran, dass der Vorstand mich seit Jahren schon immer ein bisschen wie sagt, Mensch, das wäre doch auch was für euch oder so. Und ich sage eigentlich immer, nee. Aber in der letzten Saison hat der Vorstand dann uns dann nochmal gefragt und meine Prinzessin war dabei und dann hat sie nicht mehr losgelassen. Und jetzt haben wir das Ergebnis. Und was sind die Aufgaben des Prinzenpaares? Also was müsst ihr machen? Und na, erstmal sind wir das Prinzenpaar für die Saison, dass wir halt auch nach außen präsentieren den Verein, auch außerhalb von anderen Vereinen, Gastauftritten und dann halt hier den Prinzen da darbieten. Robin. Und was war das Highlight bis jetzt schon von dieser Saison? Dadurch, dass wir ja gestern erst unsere erste Sitzung hatten, ist, denke ich, immer noch viel Luft nach oben. Werden wir sehen. Genau, also worauf freust du dich, also die Saison, genau? Na, dadurch, dass wir ja auch außerhalb der Saison schon unterwegs waren zu fremden Vereinen des Karnevals, freut mich dann eigentlich auf den Freunde zu Gast. Dann sind die nämlich bei uns und dann werden wir mal sehen, was da losgeht. Dann danke ich dir für das Interview. Dankeschön.